Hallöle allerseits und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. So, im letzten Part hatten wir das legendäre Pokémon Turbutz gefangen und in diesem Part werden wir uns das nächste fangen, nämlich Selfe, das sich hier in dieser Höhle befinden soll. Und ich würde mal sagen, los geht's. Stärkegrotte. So, zuerst mal das Wichtigste, die Höhle erforschen. So, gibt es nix. Hier oben gibt es auch nix. Hier rechts auch nichts. Was mich das jetzt verwundert? Kann das einen verwundern? Whatever. So, was mir aber auffällt, ist das Abbild hier, ne? Dieses Wasser ähnelt sehr stark dem Turbutz, ne? Und ich wundere mich gerade, warum es Turbutz ähnelt und nicht Selfe. Ich denke dann, dass es bei Turbutz dann umgekehrt der Fall ist. Da sollte Selfe ja wiederzuerkennen sein, glaube ich. Keine Ahnung. Ich muss mir das mal nochmal ansehen, ne? Um sicher zu gehen. Oder ist es sogar Vesprit? Irgendwie sehen sie alle gleich aus. Whatever. So, starten wir mal das Ganze mit wem? Mit wem soll ich das starten? Warte, ich muss zuerst noch Rose aufheilen, denn, ja, vielleicht können wir das Ganze mal benutzen. Also, ich werde bestimmt, Dings benutzen. Schlafpuder. Denn, ja, damit geht es etwas einfacher. Und das ist immer eine schöne Sache, ne? So, los geht's. Okay. Selfe. Erscheint. Oh yeah. Okay, ich starte mal das Ganze mit Donnerblitz. Und hoffen wir mal, dass es dadurch paralysiert wird. Ich bezweifle das ganz stark, aber man kann ja hoffen, ne? Ja, naja. Dieses hier hält dennoch sehr viel mehr aus als das andere. Und ich denke, Selfe ist eher auf die Verteidigung ausgerichtet als auf den Angriff, ne? Also auf jeden Fall erscheint es mir so. Und das Turbutz ist eher auf den Angriff ausgerichtet. Denn es hat halt sehr viel angerichtet bei mir. Also ja. Im Part selber nicht, aber offscreen hat es mir sehr viel Schaden zugefügt. Was nicht so schön war. So, das sollte ihn, ja, sehr gut, nicht töten. Und ich werde sogar einen weiteren riskieren. Falls er stirbt, kann ich ja meinen Save State laden. Oder auch nicht. Naja. Gehen. Was soll das? Was? Ich könnte Mike an sich aufwecken, aber ich möchte noch warten, bis ich Schaden nehme. Damit ich eine Top-Genesung benutzen kann, um sofort die KPs und. Ja, okay. Brauche ich auch nicht mehr, ne? Ich hasse es, wenn es nicht nach Plan geht. Was soll denn der Mistmann? Ey, was will dieses Teil denn? Warum stirbt es einfach so? Das erste Mal hat es nicht so viel verloren mit Psychokinese. Und dann das zweite Mal verliert es logischerweise, ja, fuck Logic, verliert es mehr. Das variiert ja anscheinend, ne? Das geht ja auch, ne? Macht so viel Sinn. War nicht mal in Critical. Dum, 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 dum. Ey, der Fall. Und diesmal hat er noch weniger verloren mit Donnerblitz. Das ist der Wahnsinn. Es juckt mich in den Fingern, ja, nochmal Psychokinese einzusetzen, aber. Und jetzt ist Rose nicht aufgehalten, das ist ja ein Traum. Goddammit. Muss ich das wohl so machen? Wo ist das Hypertrank? Da ist es. Ey, das Schlimmste an der Sache, ich habe noch keinen einzigen Ball geworfen bisher, ne? Ich verschwende sehr gute Zeit. Ja, sehr gute Zeit. Das ist mal wieder ein sehr schöner Satzbau. So. Mike wurde von sehr getroffen. You don't say. Ich warte mal, bis der Typ einnickt und dann werde ich eine Top-Genesung rauskloppen. Aber ich denke, jetzt können wir mal ein paar Bälle werfen und das Ganze fangen wir mit einem Finsterball an, denn Finsterbälle sind cool und geil. Oh yeah. Doof. So viel zu den coolen Finsterbällen. Oh yeah. Holy moly. So, ich lasse den mal noch eine Runde schlafen, bis ich noch mehr Schaden nehme. Und dann, wenn es ganz knapp wird, werde ich den noch auffallen mit meiner Top-Genesung. Ich bin so ein Hengst, ey. Eins, zwei, drei? Ah, komm, das hätte doch klappen können. Es hätte rein hypothetisch klappen können.
Aber ey, ich kann es ja noch paralysieren, habe ich ja gerade irgendwie voll vergessen. Mach ich mal. Vielleicht bringt es was. Aber auch nur vielleicht. Denn bei diesem Spiel weiß man nie, was überbringt. Was bringt. Okay, da habe ich... Man kann das Wort was so oft benutzen. Was das bringt. Klingt aber irgendwie alles komplett falsch. Und man vergewaltigt die Sprache so übelst. Vor allem den Wortschatz, den man nicht besitzt. Und das ist geil. Nicht. Egal, zurück zum Gameplay. So, okay, jetzt haben wir es sehr gut geschwächt. Ja, hatten wir schon vorhin. Und noch dazu jetzt noch paralysiert. Timerball werde ich noch nicht werfen. Hyperball! Flieg und Sieg! Nicht! Kennen wir ja bereits, ne? Hyperball sucked. Ja. Wer sich sofort nach dem Wort sucked befreit hat, ne? Das war ja schon wie ein Befehl, ne? Wie auf Befehl. Haftbefehl. Warum muss ich sofort an Haftbefehl denken, wenn ich Befehl höre? Das kann es ja nicht geben, ne? 1, 2, 3. Ah. God damn it. Ich wollte schon etwas schreien, aber es war schon viel zu früh, ne? Man soll sich nicht zu früh freuen, ne? Ich werf mal einen Hyperball diesmal. Ja, die Timerbälle bringen irgendwie nichts, ne? Wundert mich sehr, denn es sind sehr geile Bälle. Was läuft, Timerball? Ja, ja? Ah, komm. Hyperball, das sagt, ne? Ich dachte wirklich, jetzt hätten wir es, aber nee. Okay, ich versuch's dann nochmal mit einem Timerball. Ich hab die noch nicht so oft benutzt oder eher gar nicht. Ja, das ist der Grund. Ey, ich versteh's nicht, ne? Desto länger die Runde dauert, desto größer sollte die Nochmal. Desto länger die Runde, desto wahrscheinlicher sollte es sein, dieses hier einzufangen. Aber anscheinend stimmt das nicht so. Ich weiß nicht, welche mathematischen Formeln man da benutzt hat, aber es stimmt nicht. Ich werfe noch einen und der sollte vielleicht was bringen. Fuck it! Ey, nach wie vielen Runden kann man sowas überhaupt benutzen oder nach wie vielen Runden soll man das benutzen? Und ich hasse dieses Spiel. Jedenfalls, wenn es um das Fangen der Pokémon geht. Ich finde das viel und zu präzise. Kann man das so ausdrücken? Ja, auf jeden Fall ist es sehr ungenau. Ungenau. Wohin genau? Ja, ich... Keine Ahnung, ich hasse es, wenn ich etwas dem Zufall überlassen muss. Und dieses Prinzip, einfach Bälle werfen, bis es drin bleibt. Ich habe keine Nerven für sowas. Und keine Zeit, ne? Also... Man soll es mir auch nicht übel nehmen, wenn ich irgendwann mal einfach anfange, Meisterbälle zu werfen. Ich meine, irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr. Ich meine, warum sollte man so viel Zeit mit Pokémon fangen verschwenden? Ohne Spaß. Ich meine, komm. Es gibt definitiv interessantere Sachen im Leben. Kann ich mir bestimmt vorstellen. Und das hier gehört definitiv nicht dazu. Keine Ahnung, wie es euch geht. Fängt jemand gerne von euch Pokémon? Ich nicht. Nee, also, ja. Nachdem man jetzt alle Generationen mal durchgezockt hat und alles schon mal gesehen hat und gefangen hat, ist der Reiz jetzt nicht mehr allzu groß, etwas zu fangen, ne? Vor allem, wenn man es nie im Leben benutzen wird, ist es jetzt auch nicht gerade das, es ist nicht gerade Sahne. Ah, das Wort werde ich wirklich des Öfteren benutzen. Alter, dieses Teil wehrt sich so übelst, aber wenigstens bleibt es des Öfteren dreimal drinne. Das ist schon mal schön, ne? Das hat eine sehr skurrile Stimme. Und, was kann man noch sagen? Ich habe keinen Plan. Es läuft gerade sehr kacke. Bei Turbuts lief es besser. Es ist sehr nervig, dieses Teil hier. Und dann setzt es die ganze Zeit nur sehr ein. Ey, bist du des Wahnsinns? Was soll das? Greif mal an. Setz mal was Anständiges ein, du dummes Teil. 1. Doof. Ach ne, Amnesie. Aha, Spezialverteidigung steigt. Ich könnte eventuell noch eine Attacke einsetzen. Ich denke, jetzt könnte ich nochmal Psychokinese einsetzen.
Denn ich möchte es, Alter, ich möchte es noch mehr schwächen. Ja. Es ist paralysiert, traumhaft. Mike wurde von Seer getroffen. Gut, sehr gut. Der Arme kann nichts mal was führen, ne? Ich meine, der war ja gar nicht auf dem Feld, als die Attacke eingesetzt wurde. Und dann wird er einfach mal ganz random von einem Seer getroffen. Macht so viel Sinn. So. Wenn es jetzt stirbt, ey, ich werde hier ausrasten, ey. Was soll das? Das kann mir jetzt nicht passieren, ne? So, okay, eine weitere Amnesie, ne? Das heißt, die Verteidigung steigt wieder mal um 2 Stufen. Das heißt, das sollte es definitiv überleben. Es überlebt es so krass schlimm. Ist der Wahnsinn. Deshalb werde ich es nochmal einsetzen. Yay! Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer. Ah, ganz knapp. Okay, ich glaube, ich kann dem nicht mehr abziehen. Ne? Ich meine, der ist gerade bei einem KP stehen geblieben. Und da wird er auch bleiben. Insofern er sich nicht selber umbringt mit Verzweiflung. Das hoffen wir aber nicht. Das wäre nicht so schön. 1. Doof. Okay, ich finde es sehr gut, dass es so oft paralysiert bleibt. Denn dadurch verschwendet es keine Attacken. Und ja, es zögert seinen Tod selber hinaus. Was ich sehr cool finde. Doof. Schon wieder, also seht ihr, wieder mal ein Free Turn, um es einzufangen. Und ich verschwende es mit einem Timer Ball. So macht man es falsch. Alter, warum ist er so nutzlos bei den Legis? Da soll gerade dort, gerade hier, sollte er sehr effektiv sein in diesen Kämpfen hier. Was soll das? Mann, ich kann mich nur auf den Finsterball verlassen. Alles andere ist Schrott. Leck mich! Shit! Muss das sein? Warum bleibt es nicht drin? Komm, warum? Warum nicht? Ist doch nur so ein scheiß Pixel-Pokémon, Mann, aus Pixel. Bleib doch in diesen verkackten Pixelball rein, Mann. Was los? Gleiches zieht Gleiches an. Also bleib in den verdammten Ball. Ich glaube, ich muss gleich eine Compilation hier starten, ne? 1, 2. Ja, das, ja. Mehr als 3 geht nicht mit dem Timerball, ne? Ne? Bringt ja irgendwie nichts, ne? Vielleicht, wenn man 2000 Runden hinter sich hat, dann bewirkt er vielleicht was. Aber momentan scheint er nicht so gut gelaunt zu sein, der gute Timerball. Und reißt auch irgendwie gar nichts. Ja. Ja, die Fensterbälle lassen auch irgendwie nach. Und ey, die Paralyse ist ja Gold wert. Die Paralyse ist ja geil. Ey, wie oft hat es schon nicht getroffen? Macht das wieder mal Sinn. Wie oft hat es nicht getroffen? Ja. Wie oft hat es verfehlt? Naja. So. Fensterball, Flick und Sieg. Soll ich was drücken? Ich drück mal die ganze Zeit Knopf und so. Nee, bringt nichts. Immer wenn man irgendwie Knöpfe drückt, dann kommt es mir so vor, als ob es noch schlechter gehen würde. Aber das ist nur Einbildung. Und das ist auch wieder mal eine Bildung, ne? Immer wenn man Knöpfe drückt, dann geht es irgendwie nicht. Das kann nicht sein, dass die Programmierer das nicht irgendwie eingebaut haben. Das kann ich nicht glauben. Es muss irgendeine Auswirkung haben. Ansonsten wird es nicht ab und zu klappen. Ne, insgesamt ist dieses Fangsystem so am Arsch. Der Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, dass Leute früher daran Spaß hatten, aber heute, nee, ohne Spaß. Ich brauche eine ganz präzise Anleitung, wie das geht und warum. Ne, ich brauche einen Grund, warum es nicht geht. Ja, ich will jetzt wissen, warum der Timerball nicht dreimal, geklappt hat. Dreimal gewackelt ist. Ja, oder so.
Mann. Ey, ich muss gleich eine Compilation starten, ohne Spaß, ey. Also, was hat dieses Teil? Es ist doch fast tot. Es ist tot. So gesehen. Es ist ja auch nicht lebendig. Es hat, die Augen sind zu und es steht da so rum. Es fliegt sogar. Ich weiß nicht, was es macht. Es ist bestimmt ein Geist oder so ein Scheiß, ey. Was ist dein Problem? Okay, ich habe jetzt den Speed angemacht, ne? Und ihr werdet jetzt sehen, dass es nicht klappen wird. Ich weiß nicht, warum immer, wenn ich den Speed anmache, bleibt er nicht drin. Ey, die Gegenteile heute, das gibt's nicht. Das ist alles sehr schwul. Immer, wenn ich was sage, kommt genau das Gegenteil davon. Es regt mich auf, es regt mich auf. Ich bin zwar jetzt froh, aber es regt mich auf. Es regt mich auf, Leute. Als selbstverpflichteter, erlangten Menschen die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Es war die Geburt des Wissens. Ja, sicher das, ne? Das glaube ich dir auch so aufs Wort. Wenn es das nicht ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Also, wenn selber nicht gewesen wäre, Leute, dann hätten wir heute kein Wissen. Wir wären dumm. Ja? Ohne selber wären wir... Wir wären tot. Wir würden nichts wissen. Das wäre nicht so cool. Ja, ich sollte aufhören, so schwul zu reden. Aber insgesamt rede ich immer schwul. Das heißt, ich sollte definitiv mit dem Let's Play aufhören. Denn ich rede ja schwul. Glaubt ihr? Natürlich war das ein Scherz. Was läuft mit euch? So, wohin jetzt? Ja, ich habe jetzt dieses Jahr angefangen und was muss ich jetzt machen, ne? Jetzt sollte der Pokédex definitiv komplett sein und so, vollständig und so. Ja, 210. Nice, so, dennoch möchte ich noch das letzte der Elfen einfangen. Dieses befindet sich irgendwo ganz random auf der Region. Und, das Beste, wie, also, der beste Weg, wie man den bekommen kann, ist, hier, wie ich finde. Denn von hier aus kann man es sehr schnell bekommen. Denn es befindet sich immer irgendwo hier in der Nähe, wenn man es richtig macht. Und, ja, das werde ich dann im nächsten Part irgendwie so machen, ne? Also, dann hätten wir mal die, Elfen hinter uns und ich muss mich dann auch nicht mehr um die kümmern. Und ja, dann hätten wir ja schon drei Legis hinter uns. Okay, wenn Rotom auch eins ist, dann hätten wir schon vier hinter uns. Okay, mit Giratina 5. Dann kommen noch einige. Ich denke, in dieser in diesem Spiel hier sind das 12, 13 insgesamt. Es kommen noch einige, also auf jeden Fall. Es kommen noch viele, glaub mir das mal. Wird schlimm. So, Leute, das war's für den Part hier. Ich hoffe, das Ganze hat euch irgendwie gefallen. Es war jetzt nicht gerade der Brüller, denn es ist nicht viel passiert. Ich habe mich aufgeregt, das war aber schon bestimmt nicht so schlecht, ne? Und ja, ne? Wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ich verabschiede mich hier. Wir sehen uns an dieser Stelle im nächsten Part wieder. Sage tschüss, euer Bladis.